Archangels wurde im 16. Jahrhundert auf Befehl Iwans des Schrecklichen gegründet. Der Schutzpatron von Archangels ist der Erzengel Michael. Auf dem Stadtwappen erschlägt der Erzengel den Teufel. Archangels ist durch reiche maritime Traditionen bekannt und eine geistige Wiege und ein Handelszentrum des russischen Nordens. Ende des 17. Jahrhunderts wurden auf dem hohen Ufer der Dwina weiße, steinerne Handelshöfe errichtet, ein Platz für den Handel mit ausländischen Kaufleuten. Zur Verteidigung wurde die erste steinerne Festung des russischen Nordens auf Befehl Peters des Großen gebaut. Sie hieß Nowodwinskaja Festung. Archangels ist eine Handelsstadt. Bis zur Oktoberrevolution standen in der Stadtmitte meist die Häuser von Bankiers und Besitzern der Dampfer- und Sägewerke. Gegenwärtig in Archangels gibt es noch einige Gebäude, die im Geiste jener Epoche liebevoll restauriert wurden. Eichenparkett, Kachelöfen mit einer 100-jährigen Geschichte, Marmorfensterbretter, alte Möbel. In jedem Einzelteil der sorgfältig wiederhergestellten Raumgestaltung ist ein Teil von jener Zeit bewahrt. Das frühere Archangels als Handelsstadt ist nicht nur in alten Raumgestaltungen und auf schwarz-weißen Fotos erhalten. Man kann das alte Archangels auf der Straße namens Chumbarow-Lutschinski kennenlernen. Sie wird Archangelska Arbat genannt. Eben hier, an einem alten Geschäftshaus, wurde der erste russische Weihnachtsbaum aufgestellt. Die Chumbarow-Lutschinski-Straße wurde zu einer beliebten Fußgängerzone der Bürger. Es gibt hier alles, um seine Freizeit angenehm verbringen zu können. Läden, Cafés, Restaurants. Es gibt noch eine traditionelle Promenade für Bürger, den Quai. Das ist eigentlich die beste Stelle, wo man die berühmten weißen Nächte und den Sonnenuntergang über dem Fluss Dwina genießen kann. Im Sommer geht die Sonne im Norden nur auf ein paar Stunden hinter den Horizont. Die Theater von Archangels sind ein faszinierender Bestandteil des städtischen Kulturlebens. Das berühmteste ist das Jugend- oder auch Panow-Theater, so benannt nach seinem Gründer und Intendanten Viktor Panow. Internationale Festspiele der Straßentheater gelten als eine Visitenkarte des sommerlichen Archangels. Dieses bunte und lebhafte Kulturereignis wurde zu einem beliebten Erlebnis der Bürger und Gäste der Stadt. Der russische Norden ist eine Region mit einer eigenständigen Kultur und schönen Volkstraditionen. Die einzigartige Sammlung von nördlichen Ikonen ist eine richtige Perle des Archangelsker Regionalen Kunstmuseums. Das ist eine der besten Sammlungen der Ikonenmalerei des Landes. Im Museum wird auch eine Sammlung der klassischen Malerei vorgestellt. Es sind Kunstwerke von Iwasowski, Rerich und Wrubel anzusehen. Das Landesmuseum empfängt seine Gäste in den alten Gewölben des ältesten Teils der Archangelsker Handelshöfe. Wie hiesige Leute lebten, woran sie glaubten, wie man jagte und mit wem man handelte, über das alles erzählt eine neue Ausstellung des Museums. Wer an der nördlichen Exotik interessiert ist, kann ein Museum der Volksarchitektur besuchen. Das Museum der Holzbaukunst Malikareli ist eine Stunde Fahrt von Archangels entfernt. Malerische Landschaft beeindruckt durch ihre Schönheit, insbesondere im Herbst, wenn alte Kirchen, Bauernhöfe und Mühlen vom goldenen Laub umgeben werden. Eine bessere Zeit für eine Museumsbesichtigung ist die Faschingszeit. Da kann man sich gut in die Atmosphäre dieses Volksfestes einfühlen.
echte Pfannkuchen, Blini genannt, genießen und bei heißem Tee mit traditionellem nördlichen Gebäck, es ist belegt mit überbackenem Kartoffelpüree und mit Konfitüre aus Moorbeeren, sich vor der Kälte schützen. Wenn ihr aktive Erholung vorzieht, ist euer Reiseziel das Touristendorf Galubina. In 3 Stunden mit einem bequemen Bus erreicht ihr das Zentrum von Pineche. So heißt ein Naturschutzbezirk der Archangelsker Region. Touristen werden hier verschiedene Besichtigungen und Wanderungen in die versteckten Orte der Nordtaiga angeboten. Die berühmten Höhlen von Pineche. Im Winter ist es in Galubina keinesfalls langweilig. Die hügelige Landschaft bietet eine gute Unterhaltung für Skiläufer und Snowboarder. Gästen werden hier Skiausrüstung und unterschiedliche Abfahrtsstrecken zur Verfügung gestellt. Nach einem schweren Tag kann man sich gut in einem Restaurant erholen, wo Gäste sowohl traditionelle russische Küche als auch europäische Speisen genießen können. Die Natur des Nordens ist an Pilzen und Beeren reich. Seit langer Zeit ernährten sich Nordländer dank Fluss und Wald. Das Archangelsker Land ist für Jagd und Angeln im Sommer und Winter geeignet. Das Dwina-Delta ist insbesondere durch Eislochangeln und Entenjagd bekannt. Die älteste, ursprüngliche Ernährungsquelle von Bewohnern der Weißmeerküste war das Meer. Im Laufe von hunderten Jahren machten sich tausende Fischerei- und Tierfangschiffe zu weit gelegenen Inseln auf den Weg, zum Beispiel nach Spitzbergen und Novaya Zemlya. Traditionen der nördlichen Seefahrt werden auch im 21. Jahrhundert gepflegt. Mitte Juli stechen Dutzende von Yachten von Archangels aus zu Inseln des Solowezki-Archipels in See. Das ist die Hauptsegelregatta des Weißen Meeres, Solowezkaja genannt. Das Solowezki-Kloster, im 15. Jahrhundert gegründet, gilt als das nördlichste orthodoxe Kloster der Welt. Die Großartigkeit von alten Mauern tritt aber vor der wunderbaren Schönheit der hiesigen Natur zurück. Vom Sekirberg aus, dem höchsten Punkt des Archipels, eröffnet sich eine unvergessliche Sicht auf Wälder und Seen der Inseln. Zahlreiche Seen der großen Solowezki-Inseln sind miteinander durch ein kompliziertes Kanalsystem verbunden. Eines der beliebtesten Angebote für Touristen ist eine Bootfahrt über Seen des Archipels. Als ein obligatorischer Teil des Reiseprogramms sind die berühmten Salowki-Labyrinthe zu erwähnen. Älteste Heiligtürme, die hier lange vor der Christianisierung durch die orthodoxe Kirche errichtet waren. Die Archangelsker Region ermöglicht Touristen viele wunderbare Entdeckungen. Die auf den ersten Blick karge und harte nördliche Natur kann in bunten Farben erblühen. Ein weit abgelegenes Dorf kann sich mit der höchsten Holzkirche der Welt brüsten und eine kleine Stadt weit abseits von Fernstraßen präsentiert sich mit Dutzenden schöner Kirchenbauten. In unserer Region gibt es noch Kargobol und Kenoscheri. Vom Mohrendörfer und an Pilzen und Beeren reiche Wälder von Krasnoborsk. Und vieles andere, das ihr während eines Aufenthaltes in diesem gastfreundlichen Land erleben könntet. Von Moskau und St. Petersburg kann man Archangels per Flugzeug in 1,5 Stunden erreichen. Der Zugreise nach Archangels nimmt ca. 22 Stunden in Anspruch. Archangels ist darüber hinaus mit Mittelrussland durch die Autobahn M8 verbunden. Ihre Länge beträgt 1200 Kilometer.